Der Drogenbaron Christopher Dudas Coke soll nach Angaben der jamaikanischen Polizei in Kingston festgenommen worden sein. Die USA fordern die Auslieferung Cokes. Im vergangenen Monat lieferten sich jamaikanische Sicherheitskräfte in den Slums von Kingston mit den Anhängern des gesuchten Drogenbosses erbitterte Kämpfe. Dabei kamen mehr als 70 Menschen ums Leben. Laut dem US-Justizministerium ist Coke der Anführer eines internationalen Drogenrings. Auch kämen viele der illegalen Waffen in Jamaika durch sein kriminelles Netzwerk ins Land. Im Falle einer Auslieferung und Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. Viele Jamaikaner verehren Coke wie einen Wohltäter, weil er ihren Kindern den Schulbesuch ermöglicht, Nahrungsmittel kauft und vor allem Streitigkeiten schlichtet.